Heute besprechen wir, wie du in Englisch, Französisch und Spanisch besser wirst und so in diesen Fächern in der Oberstufe vielleicht sogar die 15 Punkte packst. Erstens, allerwichtigster Punkt, ganz speziell für Sprachen, ist deine Motivation. Warum möchtest du in dieser Sprache gut werden? Das ist natürlich am allergeilsten allein schon die Motivation, dass du einfach geile Noten haben willst, weil du dann einen geilen Abischnitt haben willst. Das ist easy, aber das ist ja auch, sag ich mal, in jedem anderen Fach gegeben. Deswegen speziell nochmal für die Sprachen. Überleg dir, was bringt dir diese Sprache darüber hinaus? Weil die Sprachen sind wirklich einer der Fächer, wo ich sagen muss, die Inhalte bringen dich im Leben wirklich weiter. Deswegen, überleg dir, bist du jemand, der mega gern reist? Es gibt ja total viele davon, die sagen, oh, ich will unbedingt reisen. Dann ist es mega wertvoll, die Sprachen zu können. Hast du vielleicht Verwandte in dem Land? Ist es für dich einfach nur eine eigene Challenge, diese Sprache zu lernen? Whatever. Nimm irgendwas, wo du sagst, was über deine Noten noch hinaus, du sagst, ey, das ist geil, deswegen will ich das wirklich lernen, weil dann ist deine Motivation auch unabhängig von der Note, die du bekommst, sondern du fokussierst dich viel mehr darauf, die Sprache wirklich zu lernen, statt nur in dem Test mal ganz gut zu sein. Und dann wirst du viel mehr Bock dran haben. Und dann versuch auch immer, wenn du dafür lernst oder wenn du in der Unterrichtsstunde sitzt, versuch dir das immer vorzuhalten im Sinne von, okay, deswegen lerne ich das. Es ist nicht nur wegen der Note, vielleicht auch wegen der Note, wie gesagt, kann auch krasse Motivation sein, aber es gibt noch was darüber hinaus und das pusht einen eigentlich immer mega krass. Zweitens, kleiner, aber super, super, super wichtiger Hack, der eigentlich alles komplett verändert, und zwar verstehe, wie eine Sprache aufgebaut ist. Und das Ding ist so, okay, wie ist eine Sprache aufgebaut? Man kann es verkomplizieren, aber wenn du es ganz, ganz einfach hältst, dann gibt es einfach nur zwei Dinge in der Sprache. Es gibt Wörter und es gibt Regeln, wie man diese Wörter verwenden kann. Das bedeutet, auf der einen Seite gibt es halt die Vokabeln und auf der anderen Seite die Grammatik. Und das sind die einzigen Sachen. Das sind die einzigen Sachen. Es gibt nur diese zwei Sachen, worauf du dich fokussieren musst. Und daran merkst du schon, wie gut du in der jeweiligen Sprache bist. Was wir mit diesem zweiten Tipp jetzt machen können, ist nämlich an Stelle 3 deine eigenen Baustellen zu finden. Eine Sprache ist ja so gesehen, wie dann so ein Baukasten aufgesetzt. Ja, entweder du hast halt Bauklötze und du kannst verstehen, wie diese Bauklötze zusammenarbeitest. Wenn du jetzt lauter Bauklötze hast, aber keinen Plan hast, wie du die zusammenbaust, bringt dir gar nichts. Genauso bringt es dir mega wenig, wenn du die Anleitung tausendmal durchgelesen hast und irgendwelche Tutorials und so weiter, aber du gar keine Bauklötze hast. Versteht ihr, was ich meine? Das bedeutet, es ist immer so eine Balance. Deswegen frag dich jetzt, habe ich das Gefühl, dass es mir mehr an den Bauklötzen, also an den Wörtern fehlt? Oder habe ich das Gefühl, so, ich habe zwar mega viele Bauchklötze, weil ich immer so voll krass Vokabeln pauke, aber wie ich dann immer die zusammenführen soll, ist irgendwie mega schwierig. Das heißt, versuch da wirklich im Prinzip auf deine eigene Performance in der Unterrichtsstunde oder auch wenn du bei den Hausaufgaben sitzt, darauf zu achten. Wo ist dein wirklicher Struggle? Ist es meistens so, dass du einfach so ein Wortfindungsproblem hast, so, ah, okay, wie heißt es auf Englisch? Oder ist es meistens so, du weißt, was du sagen willst und auch, wie es auf Englisch heißt, aber irgendwie so die richtige Zusammenfügung ist manchmal so ein bisschen weird. Deswegen achte da drauf und verbessere dann eine von den beiden Stellen als erstes. Die natürlich den größten Verbesserungsbedarf hat. An vierter Stelle geht es dann natürlich darum, die Wörter, also die Vokabeln zu lernen. Dazu werdet ihr einfach morgen direkt um 8.15 Uhr ein ganzes extra Video bekommen, weil das ja wirklich, wirklich wichtig ist. Und deswegen jumpen wir auch direkt zu Tipp 5 und zwar zur Grammatik, im Prinzip diese Sprachregeln. Da würde ich dir im allerersten Moment empfehlen, versuch einfach mal nur zu identifizieren, okay, welche Grammatik ist für mich denn gerade relevant? Das bedeutet, versuch, wie sie wieder alle anderen machen würden, die würden sich einfach irgendwie so ein Grammatik-Nachhilfe-Heft kaufen, das durcharbeiten und dann nutzen sie 70% davon eh nicht. Sondern versuch dir wirklich mal zu überlegen, welche Grammatikregeln brauche ich am ersten. Beispielsweise, wenn du gerade irgendwas über die Geschichte Englands besprichst, dann wird einfach sehr, sehr viel über die Vergangenheitsform gehen. Und dann lern doch als allererstes ganz konkret die Vergangenheitsform. Dafür musst du auch kein extra Buch kaufen, sondern du findest einfach im Internet. Such dir einfach nur und dann lern die ganz gezielt und lern einfach eine Vergangenheitsform nach der anderen. Nicht irgendwie alle wieder durcheinander, sondern einfach eine nach der anderen und nutze sie dann auch gleich. Das ist das Allerwichtigste bei den Grammatikformen, dass du sie sofort in deinen Sprachgebrauch integrierst und da auch immer wieder bewusst drauf achtest, ah, okay, was ist es jetzt, Vorvergangenheit, normale Vergangenheit und so weiter und wie muss ich das dann anwenden? Und dann wirst du es im Unterricht auch gleich nutzen und so wird sie es auch verfestigen, weil wenn du Grammatik, du kennst aus Deutsch, wir sprechen alle super Deutsch. Wenn dich jetzt irgendjemand fragen würde, was die richtige Grammatikregel für
all die Sätze, die ich bisher in diesem Video gesagt habe, ist, du hättest keine Ahnung. Du hättest keine Ahnung. Warum? Weil es bereits verinnerlicht ist. Es ist keine Sache mehr, die du auswendig gelernt hast, sondern du hast es verinnerlicht. Und genau das sollte immer das Ziel bei den Grammatikregeln sein. Weil wenn du bei den Grammatikregeln jedes Mal darüber nachdenken musst, ah, das ist jetzt Vorvergangenheit, da so und dann so konjugiert man dieses Wort in der und der Zeit, dann ist es einfach stolpersteinmäßig. Klar, es ist der Anfang, so wird es immer am Anfang sein, aber Ziel muss sein, das möglichst schnell zu verinnerlichen. Deswegen versucht die Grammatikregeln immer sofort zu nutzen. Und das ist im Prinzip so diese Kombination aus, erstens, ich suche mir genau die Sachen, die ich brauche, weil ich die dann auch wirklich brauche und zweitens, weil ich sie sofort anwenden kann. Und das ist das Allergeilste. Was du dann nur ab und zu vielleicht mal machen solltest, ist vielleicht so einen regelmäßigen Abstand nochmal zurück auf die neu gelernten Grammatikregeln zu schauen, um zu gucken, ob sich eben in diesem automatisierten Prozess, wenn du es einfach immer so gewohnt bist, es zu verwenden, dann zu schauen, ob sich da nicht ein Fehler eingeschlichen hat. Das funktioniert meistens so darüber, dass du einfach den Lehrer beispielsweise mal fragen kannst oder vielleicht weiß sich also jemand sowieso schon hin und ist so freundlich, auch wenn es mittlerweile immer seltener vorkommt, weil man niemandem zu nahe treten will, dass du einfach merkst, oh, das ist falsch. Wenn du beispielsweise merkst, okay, ich sage eine Sache immer falsch, versuch auch die Grammatikregel nochmal neu zu wiederholen, weil oft ist es dann so, du lernst die Grammatikregel neu, machst die so oft, nutzt sie so oft, dass es automatisch für dich ist. Wenn du aber dann am Anfang eine Sache falsch im Prinzip eingebaut hast, dann machst du die ganze Zeit wieder und es aber, weil du kein Feedback manchmal bekommst, was in der Schule anders ist, deswegen ist das super, nutzt es auch direkt, dass du dann immer diesen Fehler normal weiterverwendest und für dich ist einfach normal. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen fragt auch immer mal wieder eure Mitschüler, ob ihnen irgendwas auffällt. Kann halt mega wertvoll sein, dass du einfach weißt, ah, okay. Und dann kannst du die Sache konkret nochmal wiederholen. Kommen wir also zur Zusammenfassung des Videos. Was brauchst du als allererstes? Erstens die richtige Motivation. Entweder krasser Notenschnitt oder noch was darüber hinausgeht. Dann zweitens, verstehe den Aufbau der Sprache. Es gibt zum einen Wörter und zum einen Regeln, wie du diese Wörter verwenden kannst. Drittens, finde die Baustellen. Brauchst du eher die Wörter oder musst du eher die Grammatik wiederholen? Viertens, Vokabel lernen. Dazu kommt morgen wie immer 18.15 Uhr direkt das entsprechende Video dazu. Und fünftens, Grammatikregeln. Versuch die Grammatikregeln zu identifizieren, die du wirklich brauchst und nutze sie sofort und baue sie in deinen täglichen Gebrauch in der Schule ein. Und ja, so werdet ihr, denke ich, definitiv in den Sprachen durchrocken. Wenn ihr noch andere Tipps habt oder was weiß ich alles oder Fragen, was weiß ich, haut es in die Kommentare oder wie euer Hamster heißt. Ansonsten, eine Sache, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.